Für wie viel würdet ihr euren YouTube-Kanal löschen? Ist das nicht so heftige? Ja. Was? Das ist das nicht so heftige? Darf ich Videos auf Clipfish machen? Das ist die Frage. Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Für wie viel? Und mit dabei ist Oh, heute. hi. Ja, Gott, ja, okay, ihr merkt schon, Klängern scheint ein fester Bestandteil dieser Serie zu sein, aber juckt mich nicht. Mit dabei ist heute nämlich noch jemand, der aus den Weiten des Internets zu uns hergereist ist, und zwar der gute Debitor-LP. Hallo Peter. Hallo. Du bist heute bereit, dich für Geld zu prostituieren und Beträge zu nennen, damit wir dich damit irgendwie heruntermachen können. Ja, ich weiß ja noch nicht, wie viel Geld ihr mir bietet für diverse Sachen. Das wirst du gleich Peter, erfahren. Geld spielt keine Rolle, weil ich Bock auf dich hab. Oh, geil. Mal gucken, letztes Mal war Geil. Paluten ja der billigste von uns allen. Richtig, schauen wir mal, wer diesmal der Cheap Boy ist. Ja, ich lasse dem Gast einfach meine Vortritt und würde sagen, Peter, Ja. starte deinen Motor. Bitteschön. Was muss ich jetzt machen, Ja, Mann? du darfst jetzt sagen, für wie viele Euro du was machen würdest und Dings da, du weißt schon. Ach so, ja, pass auf. Ich würde für, Nein, ganz nein, kurz du musst erstmal überlegen, nur den Dings sagen. Du musst den, halt die erstmal den Frage oder Fall, was? genau, Genau. ja. Für wie viel würdet ihr euren YouTube-Kanal löschen? Ist das nicht so heftige? Ja. Was? Das ist das nicht so heftige? Darf ich Videos auf Clipfish machen? Das ist die Frage. Ach so, willst du dann deinen Kanal switchen quasi? Genau. Soll ich mal einfach mal antworten? War richtig schwierig, weil YouTuber nicht nur eine finanzielle Geschichte, sondern auch einfach richtig viel Herzblut daran hängt, um den Kanal zu löschen. Alter, das ist schon Du richtig, kannst dir dein richtig neues heftig. Herz holen, Mann. Aber ich könnte. Darf ich. Nein, ich darf. Ich mache einfach einen neuen Kanal dann auf, okay? Darf man Ja, nicht, das oder? kannst. Oder? Oder? Ne, Ja? ne, darf er nicht. Ne, ich Okay, würde dann aber komplett nicht. mit YouTube aufhören. Ja. Okay. Dann müsste es ein Wie richtig. geiler. Ohne Spaß, weil mir das emotional richtig viel bedeutet, müsste es ein verdammt hoher Betrag sein. Ich überlege gerade auch. Boah, das ist richtig heftig. Keine Ahnung, Alter. Ich schwanke zwischen 250 und 500.000. Was? Nee, bei mir ist es viel, viel mehr, Alter. Viel, viel Ja, wollte mehr. schon sagen, also. Bei mir ist Willst du eine das in Sache, meinem die. Video Ich glaube, das ist bei mir sogar fast. Klängern, ich kauf dich! Ich würde sagen, das ist fast eine Sache, die ich nicht in Geld aufwiegen kann, Alter. Selbst wenn es eine Milliarden ist. Du musst. Boah, ich will jetzt nicht wieder so einen hohen Betrag nennen. Dann bin ich wieder over the top, weißt Und dann übertreib nicht. du? Okay, ich würde Ich sag dich. 500.000. Nee, ich sag. Keine Ahnung, 15 Millionen Euro oder sowas. Aber What? Okay, das. selbst das ist schon. Ey, weil das halt eine emotionale Geschichte ist. Peter, bei dir? Nein. 5 Euro. Ein Zehner. Ein Zehner. Nein, nein. Ich hätte mir so gesagt, so weiß nicht. Ja, wie du schon sagst, ist auch sehr viel, viel Herzblut drin, aber so Ja. für 5 Millionen so. Millionen würde ich den schon verkaufen. Okay. Boah, dann bin ich ja voll die Nutte. Ja, bist du. Ja, gut, klar. Mann! Okay, Freunde. Für wie viel Euro, ja? Jetzt kommt was, etwas Schlimmes, okay? Etwas Oh ja, Hartes. geil. Also pass auf, stellt euch vor, da liegt so ein Kind, ne? Und ihr habt die Wahl, entweder ihr schießt dem Kind ins Gesicht. Also für wie viel Euro würdet ihr ein Kind töten? Was? Kommt drauf an, was für ein Kind. Ein Ist böses das so ein Kind. richtiges Arschloch? So ein Das ist richtiges das sehr Arschlochkind. hässlich. Okay. Und hässlich? Und ist Das krank, ne? Oh, vielleicht Ja. stinkt's auch. Warum soll ich ein Kind Ich erschießen? weiß nicht. Kann man Kranker sagen, das hat Typ, ey. Ebola? Das Kind. Nein, 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 pass auf. Du musst also das Kind ist halt unheilbar krank und du tust ihm damit vielleicht sogar einen Gefallen. Wenn es Vielleicht. Ah, wenn das okay. vielleicht für Vielleicht euch auch einfacher nicht. macht. Will das Kind das? Das. Nein. Ja, klar. Oh, Oh René, was sind das für Mann, Fragen? Das ist ja richtig krank. oh. Ich glaube, das können wir nicht beantworten. Das geht nicht. Das können wir nicht machen. Das ist zu hart. Du kannst doch keinen Menschen für Geld Ne, das geht nicht, erschießen. okay. Ich suche mal was anderes. Okay, Wir warte sind ja mal. keine Killer. Übertreibt ihr einfach. Soll ich mal meins Ja, mach nehmen? mal. Das lassen wir einfach raus. Das Okay. ist zu hart. Ich raste Aber einfach ich habe komplett schon aus. Preis im Kopf. Okay. Bitte 300 Euro. Zwar nie. Also, meins ist gar nicht so krass. Für wie viel Euro würdet ihr so eine dicke, fette Vogelspinne über euer Gesicht laufen lassen? 200 Euro. 300. Ja, so viel würde ich jetzt auch nicht haben wollen dafür. Nee. Willst Auch du wenn ihr weniger? weiß, Mann. Keine Ahnung. Die ist, glaube ich, richtig giftig. Nee, nee, wir nehmen da. Okay. Ich habe einfach Nee, gesagt, ein 500 Kind brauche ich töten. schon. 500? Ja. Boah, ich finde Spinnen krass eklig. Ich nehme 5.000. Schwuchtel, Alter, ohne Ich Witz, hätte. ey. Die Nein, soll ich ich finde nicht die so ficken. eklig, die Viecher.
Okay, Peter, du bist wieder dran. Mein eins fällt einfach raus aus der Wertung, das ist zu krass. Pass auf. Für wie viel Euro würdet ihr euch von einem Neger, der Kevin heißt... Was? durchrödeln lassen. In den Arsch? Ja, anders geht ja nicht, oder? Also ich dachte warum so, heißt der in Kevin? Dem Mund. Warum heißt der Schwarze überhaupt Kevin? Warum muss es so ein Schwarzer sein? Ah, wegen dem Cock, ne? Deshalb. Ja, genau, deswegen. Okay. Obwohl, die haben auch ganz normale Namen, ne? Also die haben wirklich, Kevin. So ganz normal. Ja, hier, Prinz Kevin Boateng, bestes Beispiel. Boah, keine Ahnung, Alter. Generell mit einem Mann zu ficken ist schon, wie habe ich letztes Mal schon gesagt, richtig hart. Du musst vor allem dann noch ein Schwarzer. Dann ist mein Ass einfach destroyed. Keine Ahnung, so. 200.000 Euro oder sowas. Dann kann ich mir ein Haus kaufen. Aber ich kann nie wieder richtig. Ich kann nicht mehr laufen dann. Dann brauchst du aber ein Stehhaus. 200.000? Ja. 200.000. Das war billig, ey. Findest du? Also, ihr lieben Leute, wenn ihr den Revi haben wollt, guckt mal. Hey, 200.000 Euro ist doch nicht wenig Geld. Ich nehme 15 Millionen. 15 Millionen für. Was? Dann löscht er lieber seinen Kanal, bevor er. PVG, Alter. Hä? Sag mir doch nicht in den. Ja, okay, stimmt eigentlich. Kann ich aber ändern? Nee, ne? Nee. Oh nein! Ich war mit der Wohnung schon geil, da nehme ich 500.000. Siehst du, Peter, die sind ein bisschen gay, glaube ich. Ein bisschen. Klängern leuchtet über seinen Kanal, sich ficken zu lassen, auch gut. Ja. Okay, Klängern, pass auf. Für wie viel Euro, oder Peter auch, für wie viel Euro würdest du die hässlichste Frau der Welt heiraten, küssen und das Lebensende nur mit der schlafen können? Die hässlichste Frau der Welt, so eine richtig fette, hässliche Alte, die sabbert und kotzt und sich immer voll kackt, weil sie so behindert ist. So eine richtig ekelhafte Alte. Für wie viel Euro würdet ihr das Rest eures Lebens mit der verbringen? Ihr dürft keine andere Alter. Ficken, nichts. Oh, das ist voll gemein. Ja. Aber ich darf wichsen. Ja, wichsen darfst du. Oh ja, gewonnen. Jetzt haben wir wieder so hohe Beträge. Aber Rest des Lebens, das ist natürlich schon lange. Also aber bei mir nicht mehr so lange, ich lebe ja nur aber wenn, wenn du viel Kohle hast, dadurch, Peter stirbt einfach in 10 Jahren. Peter ist nämlich schon 60, müsst ihr wissen. Ja. Und wenn ich dann noch so eine Frau hätte, dann lebe ich nicht mehr lange. Aber wenn du das jetzt machst, dann kriegst du ja richtig viel Geld dafür. Dann geht das ja wieder mit deinem Leben. Dann ist das so. So kacke. Das stimmt eigentlich, ja. Komm, Peter, wie viel Euro? Ich hätte einen richtig krassen Arm, weil ich die ganze Zeit am Wichsen bin. Für wie viel? Sag an. Also, ist auch wieder ein mega Betrag wahrscheinlich, der Rest des Lebens. Hm. Die schon so 20 Millionen. Ja, hätte ich sag auch mal 20 Millionen, das passt bei mir auch. Ich hätte 50 gesagt. Okay. Ja gut, ihr lebt ja noch länger, ne? Ich hab das Gefühl, das läuft auch nicht als billigste. So gute 50 Jahre. Nein. Ja, deswegen. Okay, Klängern Boy. What up, though? Okay, ich bin sag an. Pass auf. Ich muss gerade überlegen. Also, für wie viel Euro würdet ihr euch von einem jetzt aus unserer Runde, außer euch selber, ins Gesicht wichsen lassen? Was? Boah. Von einem aus der Runde? Von einem. Boah. Oder von mir aus auch von beiden. Nee. War das krank, aber... Das wollte ja Revi letztes Mal umsonst machen, Mann. Ich wollte gerade sagen, ich wollte Peter, bitte! Umsonst anwichsen. Boah, schwierig. Ich meine, das kann das man ist halt, eine Fangfrage, das guckt gerade in sein Portemonnaie rein. Das wischt man halt ab, ne? Das wischt man halt einfach ab und gut ist, von daher. Ja, aber ist halt so, boah. Ja, keine Ahnung, ist halt ekelhaft, da war, Digga... Für einen Hunderttausender, aber wenn ich mich schon für 200.000 ficken lasse, stimmt da was ja nicht, ne? Aber Wichse ist halt, Wichse von anderen Leuten ist bestimmt ekelhaft, deshalb nur 100.000, Alter, mach ich das. Ich nehm 50.000. Was? Ja, ist, wie Revi schon sagt, ich kann ja duschen gehen dann. Ja, eben, einfach abwischen. Und mit dem Geld mich abtrocknen. Klänger, was sagst 150.000, du? 150.000, ihr seid voll die Schwucht. Nein, du bist einfach ein Dummkopf, Klänger. Du meinst einfach, dass du mehr wert bist. Du bist einfach gar nicht so viel wert, wie die Beträge, die du nennst. So, ich gebe 100.000, ich bin Klänger, weißt du? Da kommt einfach ja, so ein Geld. Ihr einfach schlimmer. Und sagt einfach so, der ist es gar nicht wert, der Waxer. Was will ich denn mit dem? Richtig widerlich. Geh mal wichsen, du Bastard. Ich kotze, weißt du, sagt er dann. Ja. Okay. Ich meine, ich kann Klängern schon verstehen. Ich meine, ich bin ja auch richtig hässlich und deswegen... Ja, aber guck mal, wenn Revi das jetzt macht, ist das viel schlimmer, als wenn ich das mache. Ganz ehrlich, wenn ihr jetzt... Ihr seid ja beide ein bisschen gay. Also ihr würdet euch schon gerne von mir anwichsen lassen, oder? Bisschen. Ja, doch, eigentlich schon, ja. Peter?
Doch. Jetzt spart er einfach nur noch. Klängern alles YouTube-Money in so einen Topf, der Wichstopf. Also wenn wir sammeln, dann könnten wir schon. Wenn wir alle zusammenlegen, ja, Freunde, wenn wir Kickstarter-Projekt. Freunde, Peter spendet für jedes Like, was ihr gebt auf dieses Video, 1 Euro an Klänge, damit er sich von mir anwichsen lassen kann. Das ist doch was, oder? Also, Daumen hoch! Oh, okay, geil. Ich würde sagen, das war's von der Folge her. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen hoch da, gerade halt wegen der Euro-Geschichte. Nochmal vielen Dank an Peter, der hier als netter Sponsor auftritt. Und, ja, natürlich. Ja, meine Freunde. Vorschläge in die Kommentare. Ja, meine Freunde, man munkelt, dass Peter und ich auch bald zusammen auf Reisen gehen werden. Das werden wir aber dann in einem anderen Video bestätigen, wenn dann alles soweit ist. Richtig, genau. Wir machen nämlich eine Spritztour. Und das war's von diesem Video. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich, einen freundlichen. Okay, meine Verabschiedung kennt keiner. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss. Das war schwach, Jungs.